Was geht, Leute von heute? Mein Name ist Demo Let's Play und willkommen zu einer weiteren Folge von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Ja. So, wir haben jetzt letztens Deidara ausgeschaltet und jetzt sind wir mit Nagato unterwegs. Ne, Yamato? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es gerade eine Explosion in der letzten Folge. Und wir werden jetzt gucken, was da los ist. Und wir machen uns da jetzt auf den Weg hin. So. Zack. Ich finde ja die Effekte und das Spiel ist einfach nur geil. Ich werde mir auch noch den nächsten Teil holen. Holen. Da freue ich mich auch schon drauf. Denn es gibt schon wieder einen neuen Teil von Naruto, habe ich mitbekommen. Also den gibt es schon länger, aber den will ich mir jetzt holen. So, jetzt sind wir hier angekommen bei der Explosion. So, und da ist Kabuto. Du bist ganz schön hartnäckig, was? Du entkommst mir nicht. Es wird Zeit, dass du bezahlst, du Schlange. Hm. Kabuto. Hm. Kabuto, aha. Kabuto und Aoba auch, wie nett. Yamato, diese Stimme, das kann doch nicht sein. Kabuto Yakushi? Yakushi Kabuto ka? Richtig. Kabuto, es ist lange her, Yamato. Wo kommst du also wieder hervorgekrochen? Du bist spät dran. Du bist die Enkelin des Chuzi, keine Ahnung. Ja, sie ist auf jeden Fall die Cousine des Kage. Ganz genau, und jetzt bringt ihr mich zu Narutos Aufenthaltsort. Hättest du wohl gerne, wa? Das tun wir nicht, Leute. Wir werden dich fangen und du bringst uns zum Versteck des Feindes. Das könnte man auch so machen, Kabuto. Oh Mann, das muss ich wohl, da muss ich mich wohl vorsehen. Was solltest du? Aoba, vergrößere jetzt das nicht noch mehr von denen, denen hier sind. Sie und ich werden Kabuto ausschalten. In Ordnung. Und Beilung, ich trödel nicht, wenn es darum geht, gegen ihn zu kämpfen. Also bleibt nicht zurück. So, der Kampf beginnt. So, Inventar haben wir gefüllt. Und der Kampf beginnt. Wir haben hier schöne Unterstützung. So. Gleich mal voll in den Angriff gehen, ja? Ah, wer der das auch noch hat, die ist recht auch, ne? Nochmal. Ah, kommen jetzt mal die Ausreden. So, hier und dann. Zack und zack. Zack. Und wieder aufladen, Leute. Sehr schön getroffen. Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Zack. Sehr schön, sehr schön. Was war auch hier? Wir müssen aufpassen, der hat sich voll aufgeladen. So, hier und zack, nimm das und das und das. Und aufladen. Und der nächste Angriff läuft schon. Zack. Ja, da war ein bisschen schneller als ich. Und nochmal. Wow, wow, wow. Zack. Erledigt. Entschuldigung. Das war ein schneller Kampf. Bin noch ein bisschen erkältet, aber der Rest nur noch. So. Mit Stufe B. Okay. War wohl nicht so gut. Hätten wir besser machen können. Aber wir haben gewonnen. Das zählt. So. Es lädt. Wir wollen zocken. Kabuto, das ist also das Ende, ja? Nein.
Er spielt uns einen vor. Puh. Das war nämlich, glaube ich, ein Doppelgänger. Aber haben wir es geschafft? Nein. Natürlich haben wir das. Wir haben ihn nach Strich und Faden verprügelt. Tja, leider nicht. Er ist ein Doppelgänger. Da ist er nämlich. Ausgetrickst. Kabuto, deine Arroganz wurde ihm zu Verhängnis. Ich nehme mir Yamato vor. Tja, so schnell kann das gehen. Jetzt machen sie sich auf die Suche, ihn zu finden. Aber er ist schon anscheinend verschwunden. Nein, hast du irgendwas? Nein. Das gibt's doch nicht. Wie konnte das so enden? Du hast ihn entkommen lassen? Ja, und er hat auch den Holzversteckanwender Yamato mitgenommen. Was ist mit dir? Das kapier ich nicht. Er ist urplötzlich verschwunden. Deidara war nur eine Ablenkung. Als seine Rolle fertig war, hat Kabuto wahrscheinlich einfach das Jutsu aufgelöst. Wenigstens ist er nicht auf, den 8 und 9 Schwänzigen aus. Ja, schwer zu sagen, ob er nach Opfern zu Opfern zum Befragen sucht oder ob er speziell den Holzversteckanwender im Visier hatte. Das weiß ich nicht. So oder so, wir müssen uns Gedanken machen. Er könnte an Informationen kommen. Das könnte er ja. Meister Yamato lässt sich nicht so leicht kleinkriegen. Das stimmt auch wieder. Das ist nicht das Problem. Er steht gegen Madara mit dem mächtigen Augenkurs. Wie stark Yamato auch sein mag, dem ist er nicht gewachsen. Oh nein. Ja. So ist das. Das ist nicht gerade das Souvenir, das ich wollte. Solltest du nicht den neuen Fernsehen hier abliefern? Das stimmt, aber er ist ein bewachender neuen Shenzhen und verfügt ebenfalls über geheime Informationen. Außerdem kann ich ihn benutzen, um die Zenzu-Armee enorm zu stärken. Nach seiner Gefangennahme wollte ich weiter die gemeinen und den nützlichen Weg einschlagen. Für dich! Na. Wenn du dann erledige die Sache aber schnell. Mein linkes Auge geht schon nach dem Kampf. Ja. Jetzt treffen sich nochmal die 5 Kage, um zu besprechen. Das überspringen wir jetzt. Um zu besprechen und eine Armee aufzustellen. Ja. Genau. Terror erschüttert die Welt. Ja, wir wollen speichern. Das wollen wir. Gespeichert. So. Mal sehen, was jetzt kommt. La 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 la. Es lädt immer noch. So, lad jetzt schneller fertig. Wir wollen zocken. Oha, das nenne ich mal eine Ninja-Armee. Oha, oha. Gut. Anführer der ersten Kompanie. Darui. Oberstbefehlshaber HKR 2 Kompanie. Anführer der dritten Kompanie. Kakashi Hatake. Anführer der fünften Kompanie. Mifune. Ja. Regiments- und Kompanieanführer Gaara. Ivan ist da. Ob das funktioniert, so ein Kind als oberster Befehlshaber? Lord Gaara ist kein Kind, wie jedes andere. Setz niemals etwas herab, von dem du nichts Genaues weißt. Woher hätte ich das wissen sollen? Wir sind ja gerade mal seit 2 Minuten auf deren Seite. Pass auf, was du sagst, oder willst du, dass ich dich zerquetsche? Dasselbe wollte ich dich gerade fragen.
Ihr Schulanhänger habt meinen Vater getötet. Jetzt werde ich ihn rächen, indem ich dich töte. Na denn, jetzt streiten die sich. Aber die wollen eine Gemeinschaft jetzt machen. Das ist natürlich schwierig. Das wird nicht einfach, die zusammen zur Arbeit zu bewegen. Ja. Mal schauen, das sollte doch zu schaffen sein. Was erwartest du denn? Die Dörfer bekämpfen sich schon seit Ewigkeiten. Keine Ahnung, wie man das Wort am Ende ausspricht. Deswegen sage ich jetzt Ewigkeiten. Also dann, willst du jetzt tun? Als oberster Befehlshaber des Hauptkampfregiments. Oh, Gaara tritt vor, er will was sagen. Nur aufgrund ihrer Nationalität hassten sie sich in der Zeit der Jahre. Vom ersten bis zum dritten großen Ninja-Krieg. Oh, sie hören alle zu, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn sie zuhören. Dieser Hass hat die Gier nach Macht hervorgebracht. Und da aus der heraus wurde ich geboren. Ich war mal ein Jinchuriki, die Verkörperung dieser beiden Übel. Ich hasste die Welt und alle Menschen in ihr. Beides wollte ich vernichten. Ich war fast wie die Akatsuki. Aber dann brachte mich ein Konoha-Ninja zum Umdenken. Jener Ninja weinte um mich, seinen Feind. Er nannte mich Freund, obwohl wir doch erbittert kämpft hatten. Er hat mich gerettet. Wir standen auf verschiedenen Seiten, waren aber beide Jinchuriken. Es kann kein böses Blut herrschen zwischen denen, die denselben Schmerz verspürt haben. Hier vor mir sehe ich keine Feinde. Wir alle nämlich erdulden den uns von den Akatsuki zugefügten Schmerzen. Da gibt es nicht mehr. Suna, Iwa, Konoha, Kiri oder Kumo. Wir alle sind einfach nur Ninjas. Und wenn ihr Suna trotzdem noch immer nicht vergeben könnt, dann kämpft gegen mich, nachdem dieser Krieg beendet ist. Jener Freund, der mich gerettet hat, ist jetzt das Ziel unseres Feindes. Sollte er in seinen Händen fallen, stirbt die Welt. Wie wir sie kennen, ich will diesen Freund schützen und diese Welt. Das reimt sich, glaube ich, sogar. Also, werden wir durchhalten. Ich bin zu jung, zu unerfahren, darum bitte. Leiht mir eure Stärke. Das kriegen wir hin. Warum sollten wir das nicht schaffen? Jawohl. So soll das doch laufen. Das kriegen wir hin, das sollen wir schaffen, das tun wir auch. Alle, die so fühlen wie ich, mir nach. Ja, dann ziehen wir mal in den Krieg, würde ich mal sagen, ne? So, das überspringen wir jetzt hier, das ist nicht so interessant. Er stellt jetzt auch seine Armee auf. So. Und jetzt finden die Kämpfe natürlich schon statt, klar. Nein, es hat einige aus unserer Einheit erwischt. Schlecht. So. Den Kampf werden wir jetzt noch zu Ende führen. Und zwar gegen
Ihn schon wieder. Ja, schöne Hand mit der Zunge, ja. Das ist ein bisschen eklig. Aber gewinnen tun wir trotzdem. Zack. Gleich mal eine super Attacke machen hier. Da hat er doch gleich mal gesessen. Oha. Holzversteck einsetzen. Ja. Wer ist wohl hier? Komm mal her, hier. Zack, zack und zack und hier und bam. Können wir uns in der Zeit ein bisschen aufladen. So, hier. Zack. Der hat gesessen, wunderbar, sah gut aus. Und jetzt hier. So, bam. Jetzt versuchen wir dasselbe nochmal. Nein, 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 ist nicht mein Freund. Das ist der Höhepunkt des Marionettentheaters. Und ciao. Gewonnen. Ja, der Kampf war schnell vorbei. Erledigt. So, ich hoffe, euch die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, abonniert mich, unterstützt mich weiter, so wie ihr es bisher getan habt. Ich danke für die ganzen Abonnenten und alles. Und die Kommentare und Daumen nach oben. Bis dahin, haut ihr rein. Ciao, peace.